Hallo und herzlich willkommen zu Samkart und ein weiteres Video. Heute ist das Spiel Factory Manager Simulator und ja, da geht es, wie im Namen schon sagt, wir leiten sozusagen unsere eigene Fabrik. Und ja, ich habe schon ein bisschen was eingestellt. Es ist Gott sei Dank mal deutsch, ja, obwohl die Einstellungen jetzt nicht so das Wahre sind. Ja, wir haben schon Musik, können wir leider nicht einstellen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme bei YouTube nachher und wir starten einfach ein neues Spiel. So, gucken wir einfach mal. Spiel ist wieder gemacht mit Unreal Engine. Oh, Spielername. Okay. So mal. Sparen. Okay, sparen. Alles klar. So. Und wir haben sogar ein eigenes Haus und hat gerade so irgendwie geklingelt. Okay, so wieder so ein Polygon-Grafik. Aber schön, dass wir mal in so einem Haus aufwachen. So. Essen ermüden. Okay. Stuhl. Interagieren. Stuhl verlassen. Das ist eigentlich eine Sofa. Und keinen Stuhl. Okay. Fernsehen, Video abspielen, interagieren, Schalter aus. Geben Sie Videolink ein. Ah, okay. Gut. Okay. Da steht wer draußen? Okay. Gut, hat auch gerade eben geklingelt. Aber ich möchte schon ein bisschen gucken, was hier abgeht. Aha. Oh, schön liebevoll eingerichtet, muss ich sagen. Gefällt mir. Badewanne, wo noch Wasser drin ist. Okay. Da wollte ich wohl baden. Okay, aber krass, schönes Haus. Tür. Oh. Hallo. Onkel. Hallo Onkel. Greetings, Oma. I'm here to finally give you the keys of my old factory. I'm too old to run the factory again. It has been closed for years and now it's your turn to open it again. You can take my truck. I don't need it anymore. The old sales manager is waiting for you in the factory. Okay, also er hat mir gerade Schlüssel gegeben für seine Fabrik. Und er ist zu alt, er kann sie nicht mehr leiten. Und den Truck kann ich auch gleich dazu nehmen. Das ist ja nett. Danke, Onkel. Du bist sehr nett. Oha. N, Menü. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Fabrik Sales Manager. Was? Okay. Okay. Coole Karte auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht gesehen. Krass. Okay, oh, gibt es sogar eine Liege. Okay, cool. Ja, Opa, Onkel, du kannst jetzt wieder gehen. Ich hab's verstanden. So. Hier kann man nicht rein, ne. Oh, Computer, verwalten Sie Ihre Fabrik, okay. Hier ist ein Bett, speichern wahrscheinlich, ja, cool. Also, schönes Haus, muss ich sagen. Schön gestaltet. So, rohes Material, Lager, Produkte verkaufen, Fabrik verwalten, Produktionsanleitung, okay. Alles klar, gehen wir also erstmal hin. Diesmal ist hier Essen mit dabei, Ermüden ist mit dabei. Okay, das heißt, ich muss essen, muss wahrscheinlich auch Dings sammeln. Energie. Okay, das ist mein Truck. Fußball, oh, kann ich sogar auch spielen, cool. Bam. Das fetzt ja. Gut, hier ist Tresor. Nichts drinne. Okay. Gut. Alles klar. Hier ist ein Taxi. Hier sind auch Menschen. Also ist gut. Hier sind auch ein bisschen mehr Leute. Top. Was machst du? Du siehst aus wie so ein Koch oder sowas. Okay. Cool. Also auf jeden Fall schön gestaltet, muss ich sagen. Cool. Fetzt. Also ich sag jetzt mal... Der grafische Aspekt, klar, das ist hier so Polygone-Grafik, aber so an sich finde ich das schon nicht schlecht gemacht. Hat auf jeden Fall was, okay. So, da waren wir mal. Fahrt, so. Mouse Wheel Change. Ah, da kann ich durchschalten. Okay, krass. Schalthebel auf D. Fahrzeug verlassen, zurücksetzen, Lichter ist L. Okay, und los geht's. So. Oha. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich wieder nicht sehen, okay. Ist Tag, na gut, wir fahren einfach mal geradeaus. Ich denke, geradeaus war es gewesen. Hört sich aber nicht gesund an, das Auto. Ich glaube, wir müssen da lang.
Machst du denn da? Kann ich dich umfahren? Nö. Geh zur Seite, Junge. Jetzt stecke ich irgendwie bei ihm fest. Der lässt mich nicht mehr los. Der hält mein Auto fest. Halten Sie das Auto an, stellen Sie den Schaltlimit jetzt auf Parkplatz. Ah, okay. Parken? Draus, okay. Hallo, Verkaufsleiter. Willkommen in Ihrer Fabrik. Dies ist Ihr Büro. In Ihrem Büro befinden Sie einen Computer und einen Fernseher. Verwenden Sie Computer, um die Fabrik zu verwalten, Materialien zu kaufen. Da zu verkaufen und zu verkaufen und... Ja, steht wieder nichts da. Ganz toll. So, bla. Rohstoffe, Computer und die Grundmaterialien für die Produktion zu kaufen. Wahrscheinlich. Die Preise ändern sich jeden Tag. Manchmal findet sie einen riesigen Verkauf. Okay. Also Angebot und Nachfrage. Dies ist Ihr Lager. Verwenden Sie den Bildschirm, um Ihren Speicher zu überprüfen. Die Arbeiter nehmen Rohstoffe und fügen dem Lager auch Rennprodukte hinzu. Okay. Drücken Sie Q, um Ihr Inventar zu öffnen. Drängen Sie dran, die Maschinenbildschirme zu überprüfen, wenn der Arbeiter sitzt. Ja. Wenn Sie registrierte Produkte verkaufen, dann können wir dann Ihr Produkt verkaufen. Auch wieder Angebot und Nachfrage. Okay. Sie brauchen Hardware, um neue Maschinen zu kaufen. Jo. Ich werde wiederkommen, wenn Sie einen Schreibtisch für mich kaufen. Ich kann die Rohstoffpreise um 5%. Ah, okay. 50.000. Alles klar. So, na denn. Schöne Fabrik. So, wo kann ich mich hinstellen? Nicht, dass ich mich hier im Weg hinstelle. Gott, ich parke jetzt einfach hier. Oder ich parke hier. Hier sieht es nicht dann aus, als könnte ich irgendwie falsch parken. So, okay. Also. Boah, ist komplett leer, Alter. Krass. Alles komplett leer. Hier ist wohl das Lager. Okay. Gut. Interagieren. Rohes Holz. Okay, hier ist Storage. Alles klar. Okay, okay. Das ist sozusagen mein Lager, mein Produktionslager. Mhm. Ist hier irgendwas? Kann ich irgendwas machen? Nein. Okay. Gut. Ist ja ein Riesending. Jetzt muss ich mal gucken hier. Aber schneller geht's nicht, oder was hier? Das ist wohl hier meine Fabrikhalle. Badehalle, Toilette. Okay. Sehr wichtig, ne? So eine Toilette. So, was hier? Ah, Sales Manager kostet 50.000. Was, das ist mein Büro oder was? Ja, ist mein Büro. Alles klar. Okay. Das ist mein Büro. Was ist das hier? Ach, Abstelldings. Umkleide. Cool. Also, ich wurde echt halt alles gedacht. Ja, ist schön. Was ist das hier? Okay. Kann ich da rein? Hier wird wohl auch gebaut. Okay. Kann ich mich da reinsetzen? Oh, schade. Das wäre cool gewesen. Okay, aber ansonsten ist es sehr detailliert eigentlich eingerichtet, muss ich sagen. Ne? Hier ist der Generator, okay. Oh, hier fehlen irgendwie Anschlüsse. Ja, hier fehlen Anschlüsse. Ich glaube, so soll das nicht sein. Okay. Ach, hier sind die Parkplätze. Okay, also hier hätte ich parken können. Okay, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu dem Typ da fahren. Supermarkt, zu der Hardware und dann erstmal Maschinen kaufen. Damit wir sozusagen produzieren können. Okay, dann machen wir das. Keine Füße. Schade.
Aber sonst so, coole Idee auf jeden Fall bis jetzt erstmal. Wir gucken mal, wie das Gameplay ist. Schick ist es ja eigentlich jetzt schon mal. So. Oh, das war zurück. Hoppala. Ah, dann wieder zurück und los geht's. Das Auto hört sich nur so ein bisschen ungesund an. Kann ich irgendwie rauszoomen oder so? So, jetzt Tankstelle und auch so ein Laden, okay. Jetzt muss ich aber gucken, wo ist dieser Hardware-Typ? Da ist der Hardware-Typ. Zack. Okay. Gerade gesehen, hier war sogar ein Kinderspielplatz. Wo ist der? Hab ich gerade irgendwie gesehen. Da. Was machen die da? Okay, Kinderspielplatz ist es nicht. Es sind irgendwelche Leute, die hier rumdancen. Das sind so kleine Gimmicks, die richtig cool sind, ja. Cool. Auf jeden Fall. Gut, kaufen wir mal unsere erste Maschine. Was da? Police? Okay, Polizei gibt's auch. So, hallo. Hallo, hallo, hallo. Okay, schauen wir mal. Neue Maschinen kaufen. Maschinenanforderungen. Produktionsanforderungen für Metallplatten, Rohmaterial. Ne, Rohmetall. Holzprodukte. Okay. Alles klar. Also, wir brauchen Kunststoff. Okay, na, wir können ja erstmal nur Dings machen, Metallplatte. Ich habe ja gar nicht so viel Geld. Wir müssen erstmal mit Holz anfangen. Jetzt 15.000. Okay. Kunststoff ist natürlich noch teurer. Dann fangen wir erstmal mit Holz an, wa? Kaufen wir hier Leiter, Workbench für 15.000. Oder müssen wir das nach Reihenfolge machen? Holz-Rohlingssäge. MDF-Säge, Holzsäulensäge, Kreissäge, Leiterwerkbench. Das ist die Frage. Muss ich jetzt hier nach Reihenfolge gehen? Ich hoffe ja mal nicht. Wir kaufen jetzt einfach Leiter. So. Steht hier irgendwas? Kunststoff, Holz, warte mal, Holzprodukte, Leiter. Ah, doch. Scheiße. Holzsäule, Schraube, Kunststoffplatte. Okay, ich habe natürlich Mist gebaut jetzt. Natürlich das jetzt erst kaufen sollen. Holzrohling. Upsi. Das Bett zu speichern, okay, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Habe ich ein Inventar oder sowas? Ist jetzt blöd. Wo kriege ich denn jetzt Rohlinge her? Weil nicht aus dem Supermarkt, oder?
Guck mal, was es beim Supermarkt gibt. Dann schauen wir mal. Oh, ich will immer nach vorne fahren. Ah, das haben sie blöd gemacht. Wieso machen sie nicht nach vorne und nach hinten? Das ist doch ein bisschen kompliziert. Aber okay. Die Polizei ist ja auch ganz stark vertreten. So. Dachte ich gerade, ich hätte die Säule abgefallen, die spritzt Wasser raus, aber ist ja was ganz anderes. So, was ist hier? Wurst kaufen. Okay, der isst die also auch gleich. Okay, mehr ist hier nicht. Tankstelle Refill für 42, okay. Gut. Mehr ist hier also nicht. Okay, dann wieder zurück zur Fabrik. Ich will mal gucken. Eigentlich, wenn nicht, muss halt einen Kredit nehmen. Habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, kann ich jetzt nicht ändern. Schauen wir einfach mal. Die Frage ist ja auch, wo ist die Maschine hin? Die muss ja irgendwo jetzt da drinnen sein, oder nicht? Eigentlich. Ja, wo ist die Maschine? Okay. Keine Ahnung. Gehen wir mal im Büro. Und hoffen mal, dass wir irgendwas hier machen können. So verwalten der Fabrik. Rohes Material. Okay, ja. Wood. Habe ich bestimmt nichts da. Nee. Doch, Rohmetall habe ich 3 Stück da. Also ich hätte erstmal Metall nehmen sollen. Ich Depp. Rückgefallen, Code Storage, bla bla. Current Power, okay. Guards, tägliche Kosten. Company Name, ja, ändern wir natürlich die Company Name. So. Sparen, so. Sparen, alles klar. Bankdarlehen, ja. Finanzen. Okay, Markt. Oha. 5 Millionen ist die größte Firma hier, okay. Produktionsanleitung. Rohmetall, Metallprodukte, ja. Und wie baue ich die? Und Metall habe ich 3. Fabrik verwalten. Ja, gut. Das ist jetzt hier top. Mal gucken, gibt es hier eine Anleitung? Nee, gibt es auch nicht. Deswegen, wie baue ich denn hier so eine Dings auf? Produktionsanleitung steht zwar da, aber ja, gut, wie macht er das aber? Das ist ja die Frage. Metall. Hat da drinnen, aber. Wie baue ich jetzt die Fabrik? Hä? Ist ja alles leer. Hab ich... Ah, Kuh. Ach, Kuh. Ach so. Hier, Metallblattmaschine. Ach so, ich hab die sogar schon. Ort. Ah, jetzt. Kann ich die überall hinstellen? Tatsächlich, ich kann die überall hinstellen. Aha. Okay. Stell die aber jetzt. Ja, ich stelle die erstmal hier hin.
So. Genau. Jetzt produziert der hier. Okay, Maschine bewegen. Produktion stoppen. Gut. Mal gucken. Was produziert der da jetzt? Das ist Metall, genau. Holz machen wir hier hin. Oh, da mal schauen. Ah, oh, was ist das denn? Schon krass, dass es nicht mal alles hier hingestellt werden kann, ne? Dann eben so. So, Leiteranforderung, Holzsäule, Schraube, Kunststoffplatte. Statusanforderung im Speicher nicht verfügbar. Okay, deswegen sitzt der da, okay. Verstehe. Okay. Okay, mit QU machen wir das hier alles. Gut. Jetzt produziert er sozusagen Metallplatten. Schau mal, haben wir schon ein bisschen was hingekriegt hier. Was gebaut. Großes Material, die Metall 1. Lager, ach, der baut Metallplatten. Okay. Produkte verkaufen. Metall, Metallplatte. Okay. Das heißt, wir kaufen jetzt einfach mal 100 Stück. Ah ne, nicht Sell. Ich will sie kaufen. Wo ist Material? Metall. Hier. Oha. 1000 kostet ein so ein Ding. 1000. Ah ne, 10 Stück. Okay, gut. Wollte schon sagen. Das habe ich für 2000 gekauft. Und ich bekomme Metallplatten bekomme ich gekauft für 150. Das heißt, 10 geben 1500. 20 müssten 3000 geben wieder zurück, wenn die fertig sind. Okay, also habe ich sozusagen 1000 gut gemacht. Das ist, denke ich mal, ein akzeptabler Handel. Gut, dann lassen wir das Ganze hier mal ein bisschen produzieren. Das dauert ein bisschen. Mieten Sie 25.000. Kostet $50 täglich. Wo bin ich denn gerade? Okay, ich kann 30 nehmen. So. Plastik brauche ich eigentlich noch nicht zu kaufen. Die kostet ja auch nochmal $100. Krass. Alles klar. Also ich bezahle allein jetzt schon $180 jeden Tag. Das geht ja auch nochmal davon weg. Wie jetzt? Ende des Tages? Okay. Jetzt arbeiten die alle nicht mehr. Was ist das denn? Kann ich selber arbeiten?
Kann ich selber arbeiten. Das ist ja blöd. Was fehlt denn hier überhaupt? Anforderung: Holzsäule, Schraube, Kunststoffplatte. Ja, also im Endeffekt kann ich das eigentlich hier verkaufen. Weil so schnell werde ich das nämlich nicht bauen können. Kannst theoretisch eigentlich nur nach Hause fahren und von zu Hause eigentlich jetzt ja die Zeit immer nach vorne drehen, wenn es geht. Guck mal. Wenn die jetzt schon, weißt du, wenn die jetzt schon so früh Feierabend machen. Ja, das mit der Gangschaltung ist ja grauenhaft. Hat sich gerade Sound geändert von links nach rechts. Ah, ich kann auch mit R zurücksetzen das Auto. Ah, okay. Wusste ich nicht. So. Mal gucken, ob ich vielleicht noch eine andere Maschine kaufen kann. Aber ich glaube eher nicht. Weil die recht teuer sind. Nee, 25.000, okay. Die sind echt teuer. Jo, sehr, sehr teuer auf jeden Fall. So, Holzrohlingsäge 25.000, okay. Also das wird auf jeden Fall teuer. Und ich bin kein Freund von Krediten. So, was ist denn jetzt hier mein Haus? Ist das mein Haus? Wo ist mein Haus? Da irgendwo steht zu Hause. Ich bin zu weit. Da, wo wohne ich denn? Hier? Ja, hier. Hier wohne ich. Na, dann gehen wir mal ins Bett. Um 16 Uhr. Der Begriff zu schlafen, den Tag auszulassen, dadurch werden auch die technischen Aufgaben von dem Geld abgezogen. Ja, was soll ich machen? So, der neue Tag. Alles ist abgegeben. So. Großes Material. Dann arbeitet mal schön. Braucht 25.000. Los. Okay, man kann ja so Lager kann man erweitern, man kann Power mehr erweitern, 25 Maschinen und Werkbänke. Also 25 Maschinen kann ich jetzt schon reinstellen. Guards, wofür die auch immer sind.
Weiß nicht, ob man sich gegenseitig hier Dings zuschieben kann, irgendwelche Leute oder so, keine Ahnung. Den Kredit von der Bank aufnehmen. 500 Dollar werden jeden Tag von Geld abgezogen, bis der gesamte Darlehensbetrag bezahlt ist. Okay. Für Metallstangen, Metallbleche kann ich eigentlich auch nehmen. Braucht nur noch Rohmaterial. Weil eigentlich möchte ich erstmal von allen erstmal produzieren. Eigentlich. Deswegen, ich brauche jetzt eigentlich 25.000. 10.000 müssen die theoretisch jetzt machen. Für mich. So. Haben schon 4 Metallplatten. Ja, mal gucken. Also 10 Stück noch. Aber der Preis ist natürlich im Keller. Aber ist mir eigentlich scheißegal. Ich brauche das Geld. So. 16.000. Los geht's. Bist dich müde. Okay. Jetzt darf ich sozusagen hier warten, bis die mal produzieren. Ich kann selber nicht produzieren, sondern muss eigentlich nur warten. Das ist ein bisschen schwach. Also irgendwie hätte ich schon gern, dass man ein bisschen angestupst hier so. Weiß nicht, und viel mehr kann ich eigentlich auch nicht machen. Deswegen, außer warten. Schade. Da fehlt so ein bisschen so Beschäftigung, sag ich jetzt mal. Außer zu warten. Gut, wir haben die Zeit auch schon wieder rum. Ja, das war Factory Manager Simulator. Wie gesagt, wir kaufen da unsere Maschinen, stellen die da ein oder stellen die da hin mit Q. Und ja, dann heißt es nur kaufen und verkaufen, also Angebot und Nachfrage. Und dann halt warten, bis alles produziert ist. Na? So, und ja, das sind die Produkte, die kann man produzieren. Verschiedene Produkte brauchen auch verschiedene Produkte. Ja, oder verschiedene Endprodukte brauchen halt Vorprodukte verschiedene. Und ja, deswegen gibt es ja auch so eine Produktionsanleitung. Da weiß man ungefähr, was man braucht. Und umso wertvoller wird die Ware sozusagen. Genau, man kann auch Upgrades noch machen. Ja, so für den ersten Eindruck. Okay, also ich finde, die Spielwelt ist sehr schön gemacht worden. Also außer jetzt, sage ich mal, von der Grafik. Grafik lass mal weg, das ist eine Polygon-Grafik. Aber ansonsten sehr detailliert, sage ich mal, sehr, ne? So, das ist ein Hügel, ein Himmel ist da, es wurde eine kleine Stadt gebaut, das Haus vor allen Dingen ist sehr liebevoll eingerichtet, finde ich, also da ist ja echt gut gemacht, da hat man sich also gekümmert drum, ja, es ist schon schön gemacht, muss ich sagen. So, auch hier kann man schön planschen, Sandkasten, Hund ohne Hund, Hundehütte ohne Hund. Ja, ist schade. Puff. Okay. Ja, aber man kann halt hier halt auch nichts so großartig viel machen. Deshalb also rumlaufen. Man kann nicht mehr mit den Leuten reden, nichts. Es ist also, ja. Bisschen schade so. Jetzt heißt es eigentlich nur warten, warten, warten und dann nochmal warten. Ja, also vielleicht Tipp an die Entwickler, vielleicht da mal ein bisschen noch Beschäftigung reinbauen. Vielleicht, dass man irgendwie Spiele spielen kann hier oder Rennen fahren kann. Ich weiß es nicht. Irgendwie irgendwas. Na, Autos, oha. Gibt ja schicke Autos. Muskelauto, okay. Sportwagen. Cool. Was ist der? Okay, wie viele Wagen gibt es denn? Gar keine. Kann mit dem nicht sprechen. Also nur die zwei gibt es hier draußen. Okay, naja, ist okay. Reicht doch auch. 100.000 oder 55.000. Cool auf jeden Fall. Gut. Ja. Ja, das war das Spiel. Factory Manager Simulator. Wenn dir das gefallen hat und du vielleicht mehr sehen möchtest oder auch andere Videos sehen würdest, würde ich mich über Like und Abo sehr gerne freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Mach's gut.